Was bist du denn? Ich schleich mich mal an. Kann ich darauf reiten? Nani? Aua! Ja, nein, ich glaube, das kann ich nicht mehr benutzen. Was haben wir hier? Abspringen. Okay, wir können jetzt so einen coolen Hechtsprung machen. Einfach ins Wasser. Ach du Heiliger, das geht aber tief runter. Ich hoffe, mir passiert jetzt nichts. Geronimo! Oh, ist das so ein Konstrukt? Aua! Au, okay. Reicht jetzt. So, bam, weg mit dir. Da hinten ist einfach ein neuer Drache. Hallo Drache, was geht? Halt dein Maul. Oh, was haben wir hier? Können wir wieder abspringen? Ich glaube, wir müssen hier wieder runter. Okay, dann Geronimo. Bam, bam. Einfach. Genauso einfach wie dieser Stock, den ich hier eingesammelt habe. Ich weiß nicht, ob ich in die Richtung gehen sollte. Ich habe das Gefühl, ich sollte eigentlich eher umdrehen. Ich hätte umdrehen sollen. Doch bevor es mit Tears of the Kingdom weitergeht, möchte ich einen kleinen Abstecher zu Honkai Star Rail machen. Honkai Star Rail ist ein Weltraum-Fantasy-RPG aus dem Hause HoYoverse, den Machern von Genshin Impact. Erkunde galaktische Sci-Fi-Welten, löse spannende Rätsel und besiege herausfordernde Gegner, um den Geheimnissen des Universums näher zu kommen. Das Spiel bietet neben einer mitreißenden Hauptstory auch unzählige Nebenquests, die die Welt von Honkai Star Rail aufleben lassen. Auf IGN hat das Spiel ganze 9 von 10 möglichen Punkten erreicht. Zur Erkundung stehen euch dabei mehr als 20 Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten zur Verfügung, aus denen ihr wiederum unzählige Teamkombinationen für die rundenbasierten Kämpfe zusammenstellen könnt. Einer dieser Charaktere ist der 5-Star-Neuzugang Jing Yuan, Anführer der Cloud Rider. Seine kühle und kalkulierende Art machen ihn zu einem komplexen und interessanten Charakter. Was ihn jedoch so richtig von seinen Mitstreitern abhebt, ist seine ultimative Fähigkeit, die nicht nur verdammt episch aussieht, sondern obendrein heftigen AOE-Schaden verteilt. Aber alleine für diese krassen Animationen will ich ihn unbedingt in meinem Team haben. Ich kann euch nur empfehlen, Jing Yuan selbst mal anzuspielen. Honkai Star Rail ist übrigens kostenlos und auf dem PC, Smartphone und bald auch auf der PlayStation spielbar. Obendrein könnt ihr mit dem Code hier im Video oder in der Videobeschreibung 50 Stellariade gratis bekommen. Worauf wartet ihr also noch und ladet euch Honkai Star Rail jetzt kostenlos runter? Jetzt aber zurück zum Video. Du da? Hallo? Zack! Mal gucken, ob ich noch parieren kann. Aua! Ich muss sagen, ich finde das Schreindesign sehr, sehr wild. Es ist halt literally einfach nur ein Stein. Dann machen wir das hier fest und wir cruisen los. Das ist so genial, Leute. Es fühlt sich richtig intuitiv an. Nur, dass jetzt nichts passiert. Kann ich mir jetzt irgendwas Cooles daraus bauen, was mir was bringt? Ja, Leute, das ist unser Schneemann. Okay, was machst du da drin? Ach, du kochst gerade. Gut, der wird mir wahrscheinlich das Kochen beibringen, aber muss jetzt nicht sein. Ich weiß ja, wie es funktioniert. Ich mach mir einfach nochmal so ein Kunstwerk hier hin. Schaut euch das an. Das wird jetzt mein Kunstwerk, Leute. So. Ist das nicht wunderschön? Nö. Es passiert rein gar nichts. Perfekt. Okay, dann müssen wir es wahrscheinlich wieder ein bisschen weiter nach vorne packen. So in etwa. Komm schon. Jetzt aber, jetzt aber. Immer noch nicht, das gibt's nicht. Das wird jetzt aber wirklich riskant von hier oben. Jetzt aber. Das gibt's nicht. Ja, ja, ja. Mann, das gibt's doch nicht. Weißt du was? Weißt du, was ich mit Gegnern mache? So, ich lasse den Spaß mal fallen und... Wow, ich hab's genau auf einen Stein platziert. Ist das dein Ernst? Schaut euch bitte diesen Sonnenuntergang an. Meine Augen! Leute, schaut euch diesen Prügel an. Damit so ein Spin to Win. Oh mein Gott, gebt euch das. Die backt jetzt halt einfach in den Boden rein, aber das ist halb so wild. Na komm, auf diesem Riesenbaum wird doch locker ein Krog sein, oder? Und da ist ein Stein. Also wenn da kein Krog drunter ist, dann fresse ich einen Besen. Drache. Ich habe eine Idee. Was passiert, wenn man einen Prügel mit einem Prügel kombiniert? Dann hat man auf jeden Fall einen längeren Prügel. Hätte ich den von hier unten eigentlich? Yo! Oh, okay. Nein, der kann synthetisieren. Ja, ich erinnere mich. Bitte stirb. Bitte stirb. Oh mein Gott, das war so knapp. Komm, bitte stirb jetzt. Danke. Einfach machen, Leute. Einfach machen. Oh. Also mein Prügel ist ganz schön klein geworden. Sagen wir es mal so. Wie
komisch das einfach aussieht mit diesen Stacheln an meinem Schild. Irgendwas daran ist sehr scarft. Moment mal, wenn der jetzt gegen mich springt, müsste er doch Damage kassieren, oder? Ha! Ich probiere mal so einen Rodoniten einfach aus. Komm schon. Und? Oh, ich muss jetzt aber auch treffen. Oh mein Gott. Okay, das war jetzt ein bisschen Overkill. Ich bin ehrlich. Ich kann eine Lore an meine Waffe tun. Was zur Hölle soll das bringen, Leute? Wenn ich die Lore an mein Schwert tue. Ja, ganz toll. Ist ja eine ganz, ganz tolle Waffe. Wirklich, Link. Da hast du dir echt was ausgedacht. Aber was ist, wenn wir die Lore mit unserem Schild verbinden? Können wir darauf Schild surfen? Oh mein Gott, das funktioniert. Ich frag mich, ob wir daraus so eine Art Lore machen können. Ich hoffe, das wird jetzt nicht unser Untergang sein. Leute, drückt mir die Daumen, dass das jetzt auch gut geht. Let's go. Das geht so schief. Das geht so schief. So, ich verbinde die einfach mal miteinander. So. Na, vielleicht nicht so. Vielleicht nicht so. Das sieht falsch aus. So, dann hauen wir einmal drauf und beten einmal, dass das auch funktioniert. Oh, oh, der Moment der Wahrheit. Klappt das? Das klappt. Oder? Klappt das? Ich glaube, es hat funktioniert. Es sah sehr, sehr scuffed aus. Oh, das sieht ja mal fancy aus. Okay, ich werf mal den Spaß. Was genau passiert da? Habt ihr das gesehen? Kommt schon, Choo-Choo-Jellies. Tötet ihn. Oh mein Gott, die töten den, oder? Schaffen die das? So viel dazu. Ich habe eine ziemlich gute Idee. Passt auf. Jetzt machen wir den heftigsten Spin to win. Oh, Batterie alle. Komm, kletter, kletter, kletter rauf. Komm, nein. Ich hab mich weggeschleudert. Gegenschlagen. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, das Ding fliegt nicht. Mann, bitte flieg. No! Und hier haben wir tatsächlich wieder eine Hylia-Statue. Ich kann mir denken, was wir hier tun können. Die Statue der Göttin zeigt ein mildes Lächeln. Kommen wir damit so einfach rauf? Oh, Tatsache. Oh mein Gott. Link, bitte finde mich. Also es wäre natürlich cool gewesen, hätte sie mir gesagt, wo sie sich befindet. Ich meine, wie soll ich sie sonst finden? Geronimo! Komm schon. Element of Surprise!